Letzten Wochen haben wir gehört, wie Jesus heilt, wie Jesus auf dem Wasser geht, wie Jesus schwierige Gespräche führt mit Pharisäern und so weiter. Und das führt zu einem Problem. Und das schauen wir uns jetzt gerade an. Hochinteressante Bibelstelle in einer Diskussion mit einer Frau. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyros, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine, jetzt kommt der Zungenbrecher, Syrophönizerin. Hey, ich habe das x-mal gelernt vor dieser Predigt. Unglaublich. Ich hoffe, ihr verzeiht meine Versprecher. Also sie warf sich jetzt zu Jesus Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett, der Dämon hat es verlassen. Wir gehen so Stück für Stück durch diese doch herausfordernde Bibelstelle hindurch. Am Anfang, Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyros, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr. Darum zog er sich in ein Haus zurück. Also das ist das Anfangsproblem. In der ganzen Zeit war er immer in jüdischen Provinzen Jesus. Er war immer unter Israeliten und da ist so richtig die Post abgegangen. Es ist Unglaubliches passiert. Da ist so richtig, es ist gelaufen. Und das ist cool, oder? Wenn etwas so richtig läuft und du merkst, wow, da passiert was. Menschen werden geheilt, Menschen glauben an Jesus und, und. Das ist extrem cool, aber das braucht Kraft. Und Jesus siehst du immer wieder. Er ist erschöpft, zieht sich zurück, geht in die Wüste. Er lässt die Jünger schon mal aufs Wasser hinausfahren und kommt erst dann zurück. Er sucht dauernd diese Ruhe, er sucht dauernd Erholung. Und darum geht er genau in dieses Gebiet hinein. Das erste Mal, dass er in ein Ruhegebiet hineingeht, außerhalb von Israel, und er versucht, endlich mal Ruhe und endlich mal Frieden zu finden. Das ist so ein tiefes Begehren. Und er geht in ein heidnisches Gebiet, in Tyros, und das ist das Problem. Oder es tritt ein Problem auf. Es funktioniert nicht. Wieder nicht. Wieder keine Ruhe. Da kommt diese Frau, und die hört davon, dummerweise, und kommt mit einer krassen Kühnheit auf Jesus zu. Und kühn, weil sie ist diese Syrophönizerin, also sie ist keine Jüdin, aber sie lebt nahe an der Grenze von Judäa. Das heißt, wenn du nahe an der Grenze lebst, du weißt, was die Kultur drüben an der Grenze ist. Sie weiß, was die jüdische Geschichte ist. Sie weiß, wie die sich verhalten, dass sie in den Tempel gehen, dass sie opfern. Sie weiß, sie kennt diese jüdischen Gesetze. Und sie selbst ist aber eine nicht religiöse, keine moralische, sie hat keine soziale und kulturellen Qualifikationen, um einen Rabbi anzusprechen. Das geht nicht. Sie darf keinen Rabbi ansprechen. Jetzt gehe ich das ein paar Mal durch, weil wir das wirklich verstehen müssen. Obwohl sie eine phönizische Person, also keine Jüdin war, obwohl sie eine Heidin und keine Gottesanbeterin war, obwohl sie eine Frau und kein Mann war und obwohl ihre Tochter buchstäblich einen unreinen Geist hatte und unrein war nicht gut bei den Juden. Die anderen waren unrein, du musst die Hände waschen, bevor du in den Tempel gehst, all diese Gesetze, oder? Und das war sie alles. Sie hat nichts erfüllt. Mit anderen Worten, ich muss das nochmals uns in die Köpfe reinbringen. Obwohl sie in jeder Hinsicht wusste, ich bin unrein und daher nach den religiösen und gesellschaftlichen Standards disqualifiziert war, einen moralisch frommen Menschen anzusprechen.
geschweige denn einen Rabbi. Und obwohl sie wusste, dass sie auf der falschen Seite der rassischen und geschlechtlichen und moralischen und kulturellen und sozialen Barrieren stand, war es ihr egal. Und ohne Einladung stürzt sie vor Jesus nieder und bittet, jetzt in der grammatikalischen Form der ursprünglichen Sprache, hat sie nicht aufgehört zu betteln. Man konnte sie nicht stoppen. Niemand konnte sie stoppen. Matthäus hat das ja alles noch ein bisschen ausführlicher ausgelegt. Er hat fast doppelt so viele Kapitel gebraucht wie Markus. Also er durfte ein bisschen mehr ausholen. Er schreibt, die Jünger konnten sie nicht stoppen. Die Jünger wollten sie stoppen, sie konnten sie nicht stoppen. Sie hat kein Nein akzeptiert. Sie macht einfach weiter, weiter, weiter mit ihren Bitten. Die Frage ist, warum war sie so kühn? Warum war diese Frau mutig genug, so zu betteln? Und das ist keine Überraschung. Denn es gibt auf dieser Welt, es gibt Feiglinge. Und es gibt Helden. Und es gibt eine dritte Kategorie. Es gibt Eltern. Und wenn du Vater oder Mutter bist und dein Kind rennt auf den Abgrund zu, dann tust du alles, was nötig ist, um dieses Kind zu retten. Und wenn es deine eigene Haut kostet, das ist die dritte Kategorie. Und sie war eine Mutter. Darum ist es nicht überraschend, dass sie alles getan hat, um ihr Kind zu retten. Dieses Kind, das voll ist von diesem Dämon und getrieben wird und kaputt geht daran. Das ist nicht so überraschend. Aber es gibt eine zweite Reaktion und die hat die Geschichte verändert. Sie liegt bei Jesus am Boden und dann steht, lass zuerst, das ist die Reaktion von Jesus, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass die Kinder das Brot, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen, den Hunden. Was bedeutet das? Es ist zuerst mal von Jesus her gesehen, er beleidigt sie. Es ist eine Beleidigung. Meine, heute sind wir so in einer hundeliebenden Gesellschaft, oder? Wenn ich in den Park gehe, dann sehe ich den Hund, der hat sein Mäntelchen an. Der könnte ja frieren, oder? Im Sommer. Ich sehe einen Hund, der ist schön frisiert, also besser als ich, geht fast nicht, aber er ist besser als ich frisiert. Und ich bin vor kurzem hinter einem Auto hergefahren, da steht Hundefotograf. Wir fotografieren ihren Hund draußen und drinnen mit Spiegel und weiß ich was. Wir fotografieren ihren Hund an seiner Hochzeit. Das ist nicht gestanden, aber stelle ich mir so vor, oder? Wir tun alles für diesen Hund. Und wir leben in einer hundeliebenden Gesellschaft. Die Hunde sind manchmal wichtiger als seine eigenen Kinder. Nicht aber die Menschen in dieser Geschichte. Ganz sicher nicht. Damals war ein Hund wild. Niemand hatte einen Hund zu Hause. Hunde sind herumgeströmt. Und es waren Aasfresser, die waren schmutzig. Hunde waren ungehobelt. Wenn du jemanden einen Hund nennst, dann war das eine Beleidigung. Wenn du Konkordanz mal nachschlägst, wo kommt Hund vor, ist es immer schlimm. Also Goliath, dieser Riese, da kommt David zu ihm mit einem Stecken und der Goliath sagt, hey, bin ich ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst. Hund ist immer schlecht. Wenn du jetzt ein Hundeliebhaber bist, Bibel ist dagegen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ist nicht so. Die Menschen waren damals schlecht gegenüber Hunden eingestellt. Also Hund in der Bibel gleich nicht gut. Etwa so. Heiden wurden von Juden Hunde genannt, weil sie unrein sind. Weil sie eben herumgezogen sind, Aasfresser waren, das waren Hunde. Jetzt unsere Geschichte. Ist das eine Beleidigung von Jesus? Nein, es ist zuerst mal ein Gleichnis, um zu verstehen. Ein Gleichnis ist eine Metapher, es ist eine Ähnlichkeit. Es ist wie wenn du sagst, das ist wie... Punkt, Punkt, Punkt. So, oder? Jetzt Jesus braucht hier eigentlich nicht das normale Wort für Hund, das sonst in der Bibel steht. Er braucht ein außergewöhnliches Wort, das kaum sonst vorkommt. Es ist ein Wort eigentlich für Welpen, ein kleiner, herziger Hund. Jesus sagt zur Frau, du bist eine Mutter.
Hey, du weißt, wie Familien essen. Zuerst sind die Kinder am Tisch und die essen und dann die Welpen, die kommen danach. Und es ist nicht richtig, diese Reihenfolge nicht einzuhalten. Die Welpen dürfen nicht hier am Stuhl, am Tisch essen, die bleiben unter dem Tisch und die dürfen erst essen, wenn die Kinder gegessen haben. Das ist das Richtige. Und Jesus hat sein Leben lang kaum je dieses Israel verlassen. Er war immer hier, immer bei Israel. Jesus war nicht in Rom wie Paulus. Er war nicht in Griechenland. Er war nicht in Amerika. Er ist nicht durch die Welt gezogen. Vielleicht war er damals der einzige Mensch, der überhaupt wusste, dass es Amerika gibt. Das hat von uns vielleicht niemand gewusst. Aber er ist nicht dorthin gegangen. Er hat sich nur konzentriert auf Israel. Das war der einzige Ort. Und er sagt, ich komme nach Israel. Ich zeige Israel, dass ich die Erfüllung vom Wort bin. Dass ich das bin, was die Propheten die ganze Zeit davon gesprochen haben. Es war nur Israel. Und spannend ist ja, kaum ist er am Kreuz gestorben, immer Israel, Israel, Israel. Er stirbt am Kreuz, es kommt die Auferstehung und plötzlich heißt es, geht hinaus in die ganze Welt. Jetzt sind die ganzen Völker dran. Israel immer noch, aber jetzt geht es hinaus in die ganzen Völker. Er sagt damit, Leute, es gibt eine Ordnung. Ich bin zur Frau gesagt, ich bin nicht hier für dich. Ich bin nicht hier für die Heiden. Es gibt eine Ordnung der Dinge. Zuerst Israel und die Heiden dann später. Also ist es eine Abweisung bei dieser Frau. Das Faszinierende ist, er sagt, die Welpen dürfen nicht vor den Kindern essen. Zeitlich gesehen, nicht vor den Kindern. Die dürfen auch essen. Die bekommen auch ihre Nahrung, aber nicht vor Israel. Das ist einer der bemerkenswertesten Punkte im ganzen Evangelium. Und die Frau, die knüpft an dieser Aussage an und sagt, ja Herr, aber die Welpen essen auch von diesem Tisch. Und ich bin hier für meinen Anteil. Ich bin hier für das, was ich davon kriege. Sie nimmt kein Nein als Antwort. Für sie gibt es kein Nein. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und dieses Gleichnis hat zwei Bereiche. Es ist eine Herausforderung und es ist ein Angebot. Herausforderung und Angebot. Und sie versteht das, diese Frau ergreift es mit beiden Händen und reagiert zuerst auf die Herausforderung, die er macht. Und sie sagt, okay, ich verstehe das. Ich soll nicht am Tisch sein, ich gehöre nicht zu Israel, ich habe nicht die Bibel, ich bete nicht diesen Gott an, ich habe nicht die 10 Gebote. Okay, ich bin unwürdig. Stimmt. Ich habe keinen Platz an diesem Tisch. Ich akzeptiere das. Ist in Ordnung. Und das ist erstaunlich. Sie wird nicht wütend. Sie akzeptiert das und sagt nicht, ja, sorry, aber wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, mich einen Hund zu nehmen? Hey, das akzeptiere ich nicht, ich gehe weg. Und dreht ihm den Rücken und schlägt ihm noch die Pfanne auf den Grind und geht, oder? Macht sie alles nicht. Wird nicht wütend. Sie sagt, okay, ich akzeptiere das. Ich habe keinen Platz an diesem Tisch. Ich verdiene das nicht. Ist in Ordnung. Aber am Tisch ist mehr als genug zu essen für die ganze Welt. Und ich will meinen Anteil jetzt. Jetzt und hier. Das heißt, sie ringt mit Jesus. Aber auf die respektvollste Art und Weise. Sie argumentiert mit ihm. Das haben andere in der Bibel auch gemacht. Es gibt mehrere, aber Abraham zum Beispiel sagt, hey, du willst diese Stadt vernichten. Gott, ich sage dir, ich bin nur Staub. Ich bin nichts wert. Ich bin nur Staub und Asche. Aber was ist, wenn 40 gerechte Personen hier drin sind? In dieser Stadt. Willst du sie auch vernichten? Gott sagt nein. Hey, Gott, was wäre? Ich weiß, ich bin nicht würdig, überhaupt von dir etwas zu verlangen. Aber was wäre, wenn es 30 wären, 20? Was wären, wenn es 10 gerecht in dieser Stadt sind? Und Gott sagt, ja, okay, wenn 10 gerecht in dieser Stadt sind, werde ich sie nicht vernichten.
Er macht es genau, er macht etwas Ähnliches. Er argumentiert mit Gott, und sagt, ich bin es nicht wert, ich darf nicht mal mit dir reden. Ich habe kein Recht, von dir etwas zu verlangen. Aber was wäre, wenn? Es gibt noch andere. Siehst du, was sie hier macht? Ich liebe das. Sie nimmt kein Nein als Antwort. Und sie sagt, okay, wir Heiden sind später dran, aber ich will meinen Anteil jetzt. Und es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum das so einzigartig ist. Und wir halten kurz an und gehen diesen Grund mal nach. Wir hier in westlichen Kulturen, wir kennen dieses Durchsetzungsvermögen nicht, wie sie das hat. Warum? Hey, wir haben Gesetze. Und an Gesetze hält man sich. Wir kennen Gesetze und die wollen wir aber auch unbedingt durchsetzen. Also wenn ich mein Recht habe, gemäß Gesetz, dann setze ich das auch durch. Und wenn es sein muss, mit meinem Anwalt. Denn alles hier ist geregelt. Ich habe meine Rechte, ich habe auch meine Grenzen. Es gibt Dinge, die ich nicht darf. Und wir wissen, das ist das, was ich verdient habe und das ist das, was ich nicht verdient habe. Wenn wir einen Vertrag haben, dann halten wir uns daran. Punkt, oder? Das sind wir. Wenn ich im Sommer in die USA gehe, da sind ja bald dann die Wahlen, werde ich nicht kommen und sagen, hey, ich komme besser, ich verstehe das besser. Ich bin jetzt der Wahlmann hier und ich sage jetzt mal, welches der richtige Präsident wäre. Oder noch besser, ich werde Präsident. Vielleicht wäre es wirklich besser. Okay, wie auch immer. Und dann werde ich sagen, wow. Du, roter Pass, haben wir zwar auch, aber du hast ein Kreuz drauf. Du hast hier absolut kein Recht. Du hast kein Recht, irgendwelche Wahlen zu bestimmen. Du hast kein Recht, auch nur eine Stimme abzugeben. Geh nach Hause. Und wir würden das akzeptieren, weil das ist richtig. Denn wir haben Gesetze und man hält sich daran. Und ich weiß, was ich darf, was ich nicht darf. Das weißt du auch, oder? Das ist bei uns so. Und die Frau hat vom Gesetz her, hat sie Unrecht. Und sie weiß es auch. Sie kennt diese Gesetze von Israel. Aber sie setzt nicht ihre Rechte durch. Sie hat gar keine. Sie hat ein rechtsloses Durchsetzungsvermögen. Und sie kommt wie ein Vorschlaghammer zu Jesus, aber sie akzeptiert ihre Unwürdigkeit vollkommen. Sie weiß, sie hat keine Rechte. Warum kommt sie dann, wenn sie das weiß? Sie kommt und sagt, ich komme nicht auf Grundlage meines Gutseins zu dir. Ich komme auf die Grundlage deiner Güte. Ich akzeptiere deine Beleidigung. Ich sage nicht zu dir, gib mir, was ich verdiene. Ich sage dir, gib mir, was ich nicht verdiene. Aber gib es mir aufgrund deiner Güte. Ich will es jetzt. Gib mir, was ich nicht verdient habe. Siehst du dieses Verrückte drin? Es ist eine Kombination von Herausforderung und Angebot. Und sie erkennt das und sie akzeptiert beides. Sie akzeptiert, okay, ich habe kein Recht. Ich bin ein Hund. Und sie nimmt dieses Angebot an. Hey, da ist Güte, auch wenn ich es nicht verdient habe. Und am Ende sagt Jesus, du hast recht. Du hast recht. Eine andere Übersetzung würde sagen, wunderbare Antwort. Unglaubliche Antwort. Für diese Antwort kommt all der Segen, den du dir gewünscht hast. All das, worum du fragst, der wird über dich kommen. Und die Ironie daran ist, Jesus hatte auserwählte Jünger. Die waren lange mit ihm unterwegs. Männliche Personen. Und sie haben es nicht verstanden. Die Auserwählten, die all das oder einen Teil davon erfüllt haben, was das Gesetz sagt, haben es nicht verstanden. Und darum ist es so verrückt, diese Frau, diese heidnische Frau, die erste Person im Markus-Evangelium, die das Gleichnis hört und versteht. Und sie lässt sich, und das ist auch so verrückt, sie lässt sich auf das Gleichnis ein. Und sie antwortet innerhalb von der Story,
die Jesus aufbaut. Oder er baut ja eigentlich eine Geschichte auf. So Storytelling. Er sagt, hey, da ist ein Tisch, da ist Brot, du bist der Hund, du kommst erst danach dran. Und jetzt hätte ich sagen können, nein, jetzt sage ich dir mal eine andere Geschichte. Oder sie bringt Argumente dagegen und geht ganz etwa anders rein. Aber sie bleibt in dieser Geschichte drin. Extrem, extrem schlau. Und sie nimmt diese Geschichte auf und macht da weiter. Sie akzeptiert die Bedingungen. Okay, ich bin nicht würdig. Und in diesen Bedingungen drin sucht sie eine Lösung und ringt mit Jesus und sie kämpft mit Jesus. Sie ist eigentlich, mal Testament her gesehen, sie ist der weibliche Jakob. Jakob hat auch mal gerungen mit Gott und gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und sie ist so die weibliche Inkarnation von Jakob, oder? Sie macht etwas Ähnliches, sie lässt ihn nicht los, bis sie gesegnet wird. Martin Luther, nicht ganz unbekannte Person, hat mal gesagt, hier haben wir eine Frau, die das Evangelium versteht. Einerseits ist das Evangelium, dass du böser bist, als du je zu glauben gewagt hast. Aber du bist geliebter und angenommener, als du je zu glauben gehofft hast. Und das beides zur gleichen Zeit. Es überschneidet sich. Einerseits bist du zu stolz, zu akzeptieren, okay, ich bin auf keinster Weise würdig. Du kannst nicht vor Gott kommen aufgrund deiner Würde, aufgrund deiner Rechten, auf deiner moralischen Bilanz, nicht mal auf der Grundlage deines Leidens. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich so viel gelitten. Gott, jetzt habe ich doch verdient, dass du mich auch mal segnest. Du hast keine Rechte. Weißt du, was Gott dir schuldet? Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und trotzdem hat sie den Mut, dieses Angebot anzunehmen. Und du hast immer diese zwei Möglichkeiten. Du hast zwei Möglichkeiten, Jesus nicht als Retter anzunehmen. Entweder du bist zu stolz, das ist so das Überlegenheitskomplex. Nein. Also so schlecht bin ich nicht. Ich habe schon Teil bin ich ja schon noch gut und ich arbeite mich hoch und so. Oder du hast den Minderwertigkeitskomplex und sagst, ach, ich bin so schrecklich, Gott könnte mich nie lieben, ich bin nicht gut genug, ich habe so viele Sünden auf dem Kopf, so vieles falsch gemacht. Es sind beides Möglichkeiten, beides Einstellungen, wie du Gott nicht annehmen kannst. Und Thomas Cranmer, der hat dieses große Abendmahlsgebet geschrieben, dass Millionen von Menschen schon gebetet haben, genau auf der Grundlage von dieser Geschichte. Das geht so. Wir kommen nicht an diesen Tisch, o barmherzige Gott, in dem Vertrauen auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern auf deine vielfältigen und großen Barmherzigkeiten. Wir sind nicht würdig, auch nur die Krümel unter deinem Tisch aufzunehmen. Aber du bist derselbe Herr, dessen Art es immer ist, barmherzig zu sein. Wir sind eingeladen, in die Schuhe dieser Frau zu treten, weil sie hat das Evangelium verstanden. Sie hat verstanden, worum es geht. Und sie ist nach Hause gegangen und ihr Leben war wieder in Ordnung. Ihre Tochter war frei vom Unreinen. Ihre Tochter war frei von diesem Dämon. Wie ist es für uns möglich, so kühn zu sein? Ich glaube, wir müssen einerseits diese Unwürdigkeit verstehen. Ja, ich bin ein Hund. Es ist in Ordnung. Es ist die Wahrheit, was du sagst. Und gleichzeitig diese Kämpfernatur zu haben, ich lasse nicht los, bis du mich segnest. Ich gehe nicht darum zu dir, weil ich es verdient habe. Und nicht, weil ich jetzt ein bisschen besser Christ geworden bin. Und nicht, weil ich ein paar gute Dinge getan habe. Nicht, weil ich genug gelitten habe. All das nicht. Ich komme zu dir aufgrund deiner Güte. Nichts mehr.
Und das ist manchmal noch eine Herausforderung, diese beiden Dinge gleichzeitig zu begreifen und so zu Gott zu kommen. Ich bitte Jesus nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Zum Schluss. Da war mal ein Kind in einer Krippe und es musste ein Hund werden, damit wir Hunde keine Hunde bleiben, sondern Söhne und Töchter am Tisch werden. Und wenn wir das sehen, dass der Sohn ein Hund wurde, damit wir Hunde, Töchter und Söhne werden konnten, dann gibt uns das Durchsetzungskraft, auch im Gebet. Nur wenn du siehst, dass Jesus ein Hund wurde, damit du jetzt am Tisch sitzen kannst, kannst du erlöst werden. Also sei einerseits nicht zu stolz zu akzeptieren, was das Evangelium über deine Unwürdigkeit sagt, und sei nicht zu ängstlich zu akzeptieren, was das Evangelium sagt, wie geliebt du bist. Lass uns beten. Jesus, es ist krass, dass wir eigentlich diese unreinen, unwürdigen Hunde sind. Lass uns die Demut dazu haben und zu sagen, ja, das stimmt. Wir sind nicht würdig. Und gleichzeitig lass uns umarmen, dass du dieser gütige Gott bist, trotz allem, trotz all dem, was bei uns nicht stimmt, trotz all dem, was bei uns krank ist, trotz all dem, wo wir versagt haben. Lass uns das umarmen und wir wollen mehr und mehr Menschen sein, die auch mit dir ringen, in deinem Bild drin, in deinem Gesetz drin, als unwürdige Menschen, die einfach wissen und umarmen, du bist dieser gütige Gott. Danke für diese Geschichte, die da passiert ist und uns so viel lehrt. Amen. In einer Woche geht es weiter mit dem Höhepunkt der ersten 8 Kapitel von Markus. Es ist alles darauf hingegangen, was dann im 8. Kapitel passiert. Und wir werden da noch mehr verstehen, um genau diese Frage, was habe ich noch nicht begriffen vom Evangelium? Wo hilft es mir, wenn ich Dinge korrigiere oder korrigiere, mehr von dieser Wahrheit verstehe und mehr darin hineinwachse, was Jesus wirklich gemeint hat? Es beginnt alles mit einer Frage von Jesus und eine Person gibt die richtige Antwort. Das werden wir nächste Woche sehen.